Herzlich willkommen in einer neuen Folge von den Testoleros. Anfang des Monats kühlen wir immer den Helden und den Versager, den Endgegner des Monats. Diesmal ist Rico dran mit dem Held des Monats August. Und ich bin dann dran, nächstes Video mit dem Endgegner des Monats August. Du darfst jetzt anfangen? Ja, ja. Rico hat sie natürlich nur recherchiert, den ganzen Monat lang mal wieder. So sieht's aus. Wirklich, den ganzen Monat. Ich habe mir jeden Tag das angetan, in den Zeitungen zu gucken, in den Pressenachrichten und so weiter. Und ja, was soll ich sagen? Es war schwer, es war wirklich schwer. Helden sind rar. Sie gibt es, aber sie werden nicht beachtet, sagen wir es mal so. Man muss da schon ein bisschen graben. Die Endgegner, die sind ja an der Vielzahl unglaublich, die sind ja eigentlich unzählbar. Ja, das liegt aber auch an der Berichterstattung. Schlechte Nachrichten sind immer gute Nachrichten. Wenn irgendwo ein Vulkan ausbricht oder eine Sinnflut, dann kommt das in den Nachrichten, das ist immer was ganz Tolles. Da wird geguckt, was wichtig, also was, wenn mal was Positives passiert, dann ist das halt unwichtig. Das auf jeden Fall. Und abgesehen mal davon, die Rufberichterstatter, die sind die lautesten. Ne? Und die etwas kleineren, da muss man schon suchen. Und ich habe was gefunden. Und zwar bei vierte.online. Ja, Link in der Beschreibung. Ja. Da geht es darum, um einen Polizisten, der jetzt den Dienst quittiert hat. Übrigens ist vom 16.8., ja, also Mitte August. Und der hat sich dann, er musste sich einfach mal von der Seele reden, das heißt, er hat ein Interview gegeben. In der Verlinkung ist natürlich der Name verändert worden. Ach so. Ja, das ist ja halt nun mal leider so. Das ist doch genauso wie mit dem Polizisten, der auf Demos war und den dann erstmal die Pension gestrichen haben. Hm. Es geht um Diffamierung. Es geht um Manipulation und um den Umgang intern, extern, mit den Kollegen, mit der Bevölkerung außerhalb, bei Demos, bei normalen Sachen. Im Grunde genommen das Ganze. Ja. Ich kann nur dazu sagen, Respekt, finde ich super, dass das jetzt wieder einer ausspricht. Davon soll es viel mehr Leute geben. Er sagt da drin auch auf die Frage, was er denn seinen Leuten bzw. seinen ehemaligen Kollegen raten würde, war unter anderem halt durch, gebt nicht auf, sagt, wenn euch was nicht gefällt, redet mit den anderen und ihr habt auch ein Recht zu verweigern und nicht alles mitzumachen. Demonstrieren kann er ja. Genau. Ist der jetzt in Pension oder was? Na, der ist jetzt erstmal weg vom Fenster. Also was da jetzt weiter ist, steht da nicht direkt. Ihr könnt es euch, wie gesagt, mal durchlesen. Ja, bei vielen ist es ja so, die sind dann halt, entweder werden sie rausgeschmissen oder sie gehen, kriegen dann halt später irgendwann dann halt eine Restpension, schätze ich mal. Die müssen sich dann natürlich auch umorientieren, was sie dann für einen anderen Job machen. Aber wenn es dann halt nun mal nicht geht, so wie es bei ihm ist, dann geht's halt nicht, dann willst du den Job auch nicht mehr machen, dann ist vorbei. Ja. Jedenfalls geht es bloß darum, dass man jetzt natürlich nicht alle über einen Kamm scheren kann. Das geht einfach nicht, das ist Fakt. Es gibt bloß halt viele, die sich da so sehr beeinflussen lassen, dass sie wirklich denken, das ist das Richtige, was sie tun. Jetzt zum Beispiel die Hundertschaften, wie wir es schon mal erlebt haben. Ja, das erzählt er darin auch, dass das wirklich unfassbar ist, wie die mit den mit der Bevölkerung umgehen und dass das in keinster Weise zu tolerieren ist. Und ich finde es richtig und ich finde es super, nicht nur bei der Polizei, auch generell überall, wenn sich die Leute trauen, ihre Meinung kundzutun und wirklich mal anzuzeigen, wie das da überhaupt abgeht und dass das nicht sein kann, dass das unfassbar ist, wie sowas überhaupt zustande kommen konnte. Und das ist in allen Bereichen so. Das ist zum Beispiel bei mir auch so. Bei der Kinderbetreuung, ich jetzt nicht als Kinderbetreuung, aber ich habe Kinder. Da ist es genauso, da ist Diffamierung, da ist Mobbing bei alles. Ja, gegenüber den Erziehern intern, die Erzieher gegenüber den Kindern,
auch gibt es natürlich den Eltern gegenüber Erzieher gegenüber Eltern. Das kann nicht sein. Also das geht nicht. Das geht überhaupt nicht, Mobbing. Wenn irgendwas ist, ansprechen, drüber miteinander reden, ganz normal und ganz gesittet. Und da findet man immer eine Lösung. Jedes Problem kann man lösen. Definitiv. Es ist Fakt. Yes. Das haben Sie sehr gut gemacht, Herr Polizei, damaliger Polizeibeamter, ich weiß ja nicht. Ich kann auch noch ja nicht, vierte.online. Ne, kann ich auch nicht. Ja, wie es halt für ein schwobler Blatt ist. Wer weiß. Auf jeden Fall ist es immer interessant, mal was Neues zu sehen. Ich meine, wir sind ja so, dass wir uns nicht nur in einer Zeitung blättern, sondern uns alles angucken. Ja, wir versuchen die Quellen zu streuen, ja. Auf jeden Fall. Wir versuchen da das Große und Ganze zu sehen und überall picken wir uns mal ein bisschen was raus. Genau. Ja, ich denke mal, das sollte auch so sein, dass man sich alles anguckt und nicht, dass man sich einschränkt und sagt, nein, ich gucke bloß darauf oder das ist wichtig, das ist so meine Meinung und genau da gucke ich nur rauf und mich interessiert die andere Meinung nicht. Im Gegenteil ist wichtig, jede Meinung ist wichtig und die sollte man sich auch mal angucken, man sollte den Leuten auch zuhören. Vielleicht kann man da auch was lernen und kann auch sagen, okay, ja gut, Recht hat er ja auf seine eigene Art und Weise. Mhm. Und vielleicht erweitert sogar den Horizont. Vielleicht abonniert er ja auch diesen Kanal, wenn er es sieht. Genau. Liken, teilen, Daumen hoch, Daumen runter, wie ihr möchtet. Auf jeden Fall ist uns auch wichtig, eure Meinung. Deshalb ganz wichtig, Kommentare. Schreibt Kommentare, was ihr dazu meint, was ihr davon hält. Was eure Helden sind zum Beispiel, das würde mich auch sehr interessieren. Und ansonsten geht's denn beim nächsten Mal weiter mit dem Endgegner. Genau, das ist natürlich eine Überraschung, wer das der Endgegner für den Monat August 22. Ja, so bis dahin, ja, sehr gut. Yes! Finden wir gut. So, wenn man Polizist ist, macht man das ja nicht einfach so Larifari. Das ist ja jetzt kein 400-Euro-Job. Pizza austragen oder so und so was, ja. Das ist ja nur der meisten Job, was man von klein auf gerne machen möchte und das scheint ihnen ja sehr wichtig zu sein. Ja, das ging ihm richtig nah. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Abonnieren wo denn? Insta, YouTube? Ach, Rico hat es jetzt auch auf Instagram geschafft, könnt ihr ihn auch abonnieren jetzt auf Instagram, ja. Endlich! Ja. Jetzt musst du es mir zeigen, ja. Bin da halb dran verzweifelt. Ja, Rico ist halt schon 60, 70. Ja, stellt euch vor, das ist gut. Heute das erste Mal angemeldet, ey. Wie lange gibt es Insta schon? Bis zum nächsten. Ciao. Bis demnächst.